Ein 36-jähriges Mami aus dem Kanton Aargau. Was sagen die Kleinen eigentlich zu diesem sportlichen Mami? Sie sind stolz, sie haben Freude, sie haben Freude. Vor allem, wenn andere Kinder zu ihnen kommen und sagen, deine Mami macht Bodybuilding, stimmt das? Und sie natürlich mit einem ganz, ganz grossen Smile, ja. Und die eine hat schon gesagt, ich will das auch machen, wenn ich mal gross bin. Dann habe ich gesagt, du musst zuerst gross sein und dann schauen, was du willst. Oder? Von nichts kommt nichts, sagt logischerweise das Sprichwort. Erzähl mal, wie sieht so eine Woche bei dir aus, fitnessmässig? Also, je nachdem, in welcher Phase du bist, eigentlich 4 bis 5 Mal in der Woche. Also das heisst, ich habe jetzt immer 5 Mal in der Woche Sport gemacht. Minimum 1 Stunde bis 2 im Fitnesszentrum. Immer nach dem Arbeiten, am Wochenende, je nachdem, wenn man Zeit hat, am Morgen oder am Abend. Und eben, wie gesagt, es ist alles zur Organisation, Zeitmanagement. Also ich arbeite 100%. Ich bin als Mami von 2 Kindern und ja, und noch der Lifestyle, genau. Und habe dieses Jahr 4 Wettkämpfe gemacht. Und gestartet habe ich letztes Jahr, also das heisst, letztes Jahr habe ich auch schon an den Wettkämpfen mitgemacht, genau. Was treibt dich an, so ein eiserndes Programm, das die anderen meisten nicht machen, was treibt dich an, das zu machen? Ja, Freude daran. Das ist meine ganz grosse Liebe, Sport, Fitness, schon von klein auf. Habe ich immer solche Pausen gemacht, hat die Mami gesagt. Immer bist du so gestanden, immer Sport. Da, es ist einfach die Freude dran, oder? Und dann, neben dem, dass man so viel Sport und Fitness macht, so hat man auch ein Ziel, wenn man auf die Bühne geht, oder? Und dann ist klar, dann hält es mich noch mehr dran. Genau. Letzte Frage, Elvira. Was hast du für Träume sportlich gesehen? Sportlich? Dass ich bis zu meinem Grab so sportlich bleibe. Dann, ja, dass ich immer so einfach gesund bleibe, bis es geht. Genau. Einfach gesund bleiben. Und Sport machen auch im hohen Alter. Genau. Elvira, wir wünschen dir das natürlich von Herzen. Danke vielmals. Merci euch auch. Merci vielmals.